Hallo und willkommen zur Übersetzung des Vortrags Hörer auf dein Herz, Datensicherheit und Datenschutz von implantierbarem HalioFu und von E7B und wird übersetzt von Kaste und mir, Franz T. Der Vortragende kommt aus der Universität Münster und schaut sich dort die Sicherheit von implantierbaren Medizingeräten an. Und ihr seid schon bei der Übersetzung. Oder ihr seid nicht bei der Übersetzung. E7P, los geht's. Ja, vielen Dank für die schöne Einleitung. Ich hoffe, ihr könnt uns hören und sehen. Ja, willkommen zum Vortrag. Hört auf euer Herz. Sicherheit und Datenschutz von implantierbarem Herzbu. Ich arbeite am Max-Planck-Institut für Datenschutz und Sicherheit und schaue auf Embedded Security. Es ist ein Projekt, das namens MediStack, das mit Bochumer und Münsterer Sicherheitsforschern und Medizinsicherheitsforscher und den Angestellten des Forschungsinstituts in Münster. Und wir haben dafür Geld bekommen vom Staat. Okay, kurze Einleitung. Worüber reden wir? Wir haben diese ein implantierbare Herzschrittmacher gewählt oder andere implantierbare Geräte und wir haben unterschiedliche Sachen. Wir haben Herzschrittmacher, die ihr wahrscheinlich schon alle gehört habt, aber es gibt auch Defibrillatoren, die implantiert werden können. Die andere Anwendungen haben. Aber es gibt auch Heartrate-Monitore, die einfach nur Diagnose erlauben. Und diese Implantate sind in deinem Körper. Darum gibt es, machen sie signifikante, sind sie sehr gefährlich, wenn sie angegriffen werden und sie haben Kommunikationsinterfaces, die üblich sind. Außerdem gibt es den ethischen Bereich. Wenn wir uns fragen, warum wir medizinische Geräte hacken, dann gibt es die wichtigste Frage. Ja, im medizinischen Bereich werden die Geräte lange verwendet, in der Regel, weil es starke Regulatorien gibt und Zertifizierungen, die für medizinische Geräte notwendig sind. Ja. Und darum ist es besser, wenn diese Geräte so lange wie möglich auf dem Markt bleiben, um mehr Geld zu verdienen. Und aus diesem Grund ist auch sicher, dass dass es da offene Bugs gibt auf dieser alten Software, die auf den Geräten läuft. Und die Hersteller müssen aber über die Probleme wissen, dass sie irgendwas machen können. Auch noch was über Patienten, die dafür Probleme haben. Bei der Entscheidung für oder gegen so ein Gerät sind unsere Sachen auch wichtig. Aber die Geräte können auch dein Leben retten. Also, ja, mehr Details. Wir wollen kurz über Responsible Disclosure reden. Also über, wenn wir Bugs gefunden hatten oder als wir Sicherheitslücken gefunden haben, haben wir alle relevanten Firmen informiert, vor mindestens sechs Monaten. Also jetzt ist es wahrscheinlich ein Jahr her, dass wir mit ihnen in Gespräche getreten sind. Die Firmen haben das ernst genommen, sie haben unsere Ergebnisse nachverfolgt und ihr Ziel ist, dass keine Angst hat, aber trotzdem die Gerätesicherheit zu erhöhen. Die Geräte werden bald ausgetauscht oder zumindest ein Firmware-Update bekommen. Und ja, wenn wir unabhängige Sicherheitsforschung machen, dann geht es darum, die Qualität des Produktes zu verbessern. Und wir sind der Meinung, dass es in Ihrem eigenen Interesse ist. Und noch eine weitere Anmerkung ist, solltet ihr jemals Sicherheitsprobleme finden in irgendwelchen Produkten, bitte informiert zuerst die Firma, bevor ihr da irgendetwas veröffentlicht, sei es online oder in Journals oder irgendwo sonst.
Zuallererst wollen wir über die ganzen Geräte in der Umgebung um die implantierbare Geräte herum reden. Wir haben die Implantate selber. Diese kleinen Geräte sind nicht sonderlich schwer. Sie sind in ungefähr unter der Haut, in der Nähe des Herzens implantiert. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht aus dem medizinischen Sektor. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Aber innerhalb des Körpers. Und sie haben ein oder mehrere Kontakte. Da sind Elektroden angeschlossen. Und diese werden dann mit Muskeln oder Organen verbunden. Tun ihr Ding. Aber es gibt keine Verbindung nach draußen, um sie zu konfigurieren, um Testdaten zu empfangen oder sowas. Und da gibt es ein Programmiergerät, das ist normalerweise im Krankenhaus oder in der entsprechenden Klinik. Und dann gibt es Monitoringstationen, die man zu Hause hat. Die nehmen die Patienten mit nach Hause und können sie es einfach auf den Tisch stellen. Das kann die ganzen relevanten Daten empfangen vom Implantat jeden Tag und die relevanten Daten dann zum Doktor weitergeben und zeigen. Das passiert in der Regel nicht direkt, sondern über die Infrastruktur des Herstellers, und die Übertragung hier wird in der Regel über das Internet realisiert. Dann bekommt der Arzt die Daten auch über das Internet, und das sind die großen Punkte, wo Daten übertragen wird. Und wenn wir jetzt einen Angreifer haben, der könnte jetzt versuchen, diese Sicherheitslücke zu finden in jeden dieser vier Stellen und ebenso in den Übertragungswegen. Okay, ein bisschen konkreter. Insgesamt gibt es 5 große Hersteller, die diese Geräte implantieren. Realisieren und bauen und die ganzen Geräte drumherum. Und wir haben versucht, diese 3 hier oben uns näher anzuschauen. Und darum werden wir uns die ein bisschen genauer anschauen und was wir dort gefunden haben und was wir da versucht haben zu analysieren. Zurück zu den Implantaten. That's maybe how it looks like from the inside. So könnte es vielleicht von innen aussehen. Wie ihr es eventuell sehen könnt, es gibt hier auch ein paar Bilder in den Folien. Und zuallererst, diese Implantate beinhalten die Funktionalität, das heißt Defibrillatoren, Herzschrittmacher oder einfach nur Aufnahmegeräte. Diese Feature haben unterschiedliche Anforderungen. Also ein Defibrillator braucht wahrscheinlich mehr Strom und braucht eine größere Batterie oder einen großen Kondensator zum Beispiel. Und ein Monitor braucht sowas nicht. Und wir brauchen alle Kommunikationsinterfaces, in der Regel über Radiofrequenzen und aber manchmal wird es auch nur über den induktiven Uplink realisiert. Das kennt ihr vielleicht über RFID. Und wenn wir diese Geräte anschauen, wenn wir da reinschauen, dann sind dort sehr angepasste Teile drin. Das heißt, es sind Chips, die nicht beschriftet sind, die direkt auf die Platine aufgelötet sind. Das heißt, Analyse ist ziemlich schwer und anstrengend. Aber alle haben einen kleinen Controller drin, Microcontroller, der die ganze Information und die ganzen Aufgaben realisiert. Dann gibt es diese Monitoring-Stationen für zu Hause. Hier haben wir einen, die sehen so aus. Und die sitzen auf dem Betttisch und senden die Daten täglich zu den Ärzten. They also need some wireless communication interface to the implant. Sie haben auch kabellose Kommunikationsinterfaces zum Implantat, und wenn sie die Daten bekommen, dann müssen sie die Daten auch weiterleiten zum Arzt. Und da wird in der Regel über GSM oder UMTS verwendet, und dann wird
werden die Daten zum Server weitergeleitet. Und im Gegensatz zu den Implantaten sind das hier Standard-Hardware. Also in der Regel läuft da ein Linux drauf. Und wir haben Debug-Ports und serielle Interfaces und USB und solche nützlichen Sachen. Das heißt, wir können dort gut drauf zugreifen. Und dann gibt es den Krankenhausprogrammierer, der in der kardiologischen Klinik benutzt wird oder in der Herzklinik, und die können die Implantate konfigurieren und die Testmodi auswählen und benutzen. Aber wie die Heimüberwachung oder Überwachung zu Hause können sie auch die Daten auslesen. Sie sind halt in den Kliniken und werden von Ärzten verwendet. In der Regel werden sie in die Krankenhäuser vermietet oder geleased, aber Individuelle können die teilweise Secondhand kaufen auf geeigneten Plattformen, die ähnlich zu eBay sind, aber für medizinische Geräte. Ja, jetzt weiter zu unserer Methodologie, wie wir die Geräte analysiert haben. Und zuallererst haben wir unsere Ziele definiert, was könnte ein Angreifer machen wollen. Zuallererst könnte es sein, dass er das Gerät selber verändern will oder beeinflussen will. Das könnte tatsächlich über das Programmierinterface realisiert werden. Das heißt, um Firmware in dieses Gerät zu installieren, das wäre ein möglicher Angriffsszenario. Oder ein GSM-Spoofing der Monitorkiste zu Hause und dann die Daten zu verändern oder die Daten mitzulesen. Und dann können wir das Programmiergerät anschauen und dann könnte man dort auch schauen, dass man es direkt missbraucht, um zum Beispiel den Testmodus, der im Gerät schon installiert ist. So, welche Fragen können wir uns daraus stellen? Was ist möglich, wenn man nur ein echtes Gerät hat? Das heißt, ohne das Gerät ausbauen zu müssen, also sie ausoperieren zu müssen, wie sicher sind diese Geräte generell? Das heißt, auch wenn wir das Gerät auseinanderbauen können. Und dann können wir die ganzen Kommunikationsprotokolle verstehen oder ist das eher schwierig? Okay. Also schauen wir mal konkreter auf diese Angriffsvektoren und dazu benutzen wir die Geräte, die wir von unserem Partnerkrankenhaus ausgeliehen haben. Und am Anfang haben wir den Biotronic Home Monitoring Einheit und wir haben eine GMS-Zelle aufgebaut mit OpenBTS. Also ein Handymast simuliert und haben damit Daten aufgezeichnet. So, diese Daten, die wir dort aufgezeichnet haben, waren nicht verschlüsselt. Das heißt, wir können die Zugriffs-Credentials auslesen und dieselben können gefunden werden, wenn man die Firmware aus dem Microcontroller ausliest. Und das haben wir dann das war über das JTAG-Interface möglich. Die Firmware, die wir dort bekommen haben, haben wir zurück reverse-engineert in Jitra. Und was wir dort gefunden haben, war, dass es eine AES-Implementierung vorhanden war, aber die wurde für Authentifizierung benutzt. Außerdem beinhaltet die Firmware die Credentials und damit die Internet-Domain cm3-home-monitoring.de, aber laut des Angebers wird die Domain nur zur Authentifizierung benutzt. Aber sie waren überrascht, als wir ihnen erzählt haben, dass sie die benutzen, dieselbe Domain auch für andere Services benutzen. Aber ich hoffe, dass sie das nicht mehr tun. Das heißt, es sollte in Ordnung sein.
Als nächstes das Medtronic Home Monitoring Unit, die ist ähnlich wie die letzte. Und was wir dort gefunden haben, ist, dass das Spoofing nicht so einfach möglich war, weil sie eine Mobil-zu-Mobil-SIM-Karte benutzen, die ein Intranet quasi macht, das ist ein spezifisches VPN quasi. Und das heißt, wir konnten dort nicht eine einfache Verbindung zum Originalservice realisieren. Aber was wir machen konnten, wir haben einen Weblog gefunden und dort war eine dokumentierte Methodik, wie man die Verschlüsselungspasswort findet, weil die Firmware des Gerätes ist verschlüsselt und im Endeffekt war es ein Embedded Linux-System und wir konnten das auch analysieren, als wir das Gerät auseinandergebaut hatten. Es war eine SD-Karte da drauf und dann konnten wir ein paar Dateien überschreiben und auf dem Bild können wir sehen, dass wir ein Bild anzeigen können auf dem Bildschirm des Gerätes. Das haben wir über Debus-Nachrichten realisiert, weil es ein Embedded Linux-Gerät war. Hier konnten wir auch auf den Server hatten wir auch die Serveradressen in der Firmware. Das dritte Gerät, was wir analysiert haben, war das Boston Scientific Programmiergerät. Hier auf einer anderen Kamera kann man das besser sehen. Das relativ große Gerät, quasi riesige Gerät, kann man für 2000 US-Dollar kaufen auf dieser Auktionsplattform und wir konnten es auseinanderbauen, weil es wird nicht mehr benutzt bei echten Menschen und dort haben wir eine Festplatte drinnen gefunden und da war auch ein Linux-System drauf installiert und ich glaube, das war aus 2002 und das Gerät selber basiert auf Pentium und wurde in 2004 designt und die Software ist von 2011. Relativ alt. Das ist alles über dieses Gerät, der Linux-Kernel, das Linux-System selber beinhaltet auch noch einen Window-Manager, den Tiling Window Manager, TWM, und benutze, wenn wir Dateien verändert haben auf der Festplatte, konnten wir den TWM auch starten bei gewissen Interaktionen. Und von dort aus konnten wir einfach eine Shell öffnen und dann hatten wir Root-Rechte. Okay. So, maybe I'll Vielleicht sind da noch Sicherheitslücken vorhanden. Wir haben Regionsinformationen, die wir auch verändern konnten, die uns ermöglicht haben, mit Radiofrequenzen den Implantaten überall in der Welt zu kommunizieren. Weil der Linux-Kernel so alt ist, dass wahrscheinlich auch einen ganzen Haufen andere Exploits möglich sind, aber das Gerät wird sowieso gerade ersetzt, insofern ist das kein großes Problem mehr. Eine nette Sache an dem Gerät ist, dass wir ein x86-Binary gefunden haben, das heißt Check Hot Disk oder Check Dongle. Es ist einfach nur ein Binary, also eine Anwendung, die nach Verbindungen auf dem Druckerport sucht. Und als wir die reverse-engineert haben, haben wir einen eigenen Dongle gebaut, oder konnten wir den bauen. Mit diesem Dongle waren wir dann in der Lage, die Region zu ändern in dem Menü des Geräts. Und wir konnten auch entweder in die Firmware booten oder spezielle USB-Geräte, sodass wir dessen BIOS-Konfiguration und den Bootraum und so auslesen können.
Das kann natürlich dazu führen, dass man da Behandlungs- und Diagnosedaten auslesen kann, dass das liegt. Die werden üblicherweise wahrscheinlich auf der Festplatte gespeichert und die könnte dann wahrscheinlich auch jemand noch modifizieren, was auch gefährlich ist. So, jetzt habe ich mal eine Live-Demo vorbereitet, was da so alles schiefgehen kann bei dem Gerät. Und jetzt können die mich mal bitte umschalten. Man sieht jetzt hier den Feed von dem Gerät, also das, was der so ausgibt. Jetzt möchte ich erstmal zeigen, wie das Gerät selbst funktioniert. Ich mache jetzt mal hier die Antenne an eins von den Implantaten dran. Leads to starting the specific software for the implant. As you already see, dann, wenn man diesen Knopf drückt, dann startet die Anwendung genau für dieses Implantat. Das heißt, wir können jetzt hier sogar ein X-Term starten. Dann kann ich, wir haben ein Keyboard angeschlossen, das heißt, wir tippen, wir sind root. Und was man jetzt hier sieht, in diesem Standard-Interface, wir können hier Testmodi abgreifen, wir können Daten anschauen von dem Implantat. Was können wir jetzt noch damit machen? Mit diesem Dongle, den wir da haben? Wenn ich den einstecke und dann das Ganze nochmal starte und einen Flash Drive angeschlossen habe, also einen USB-Stick, dann kommt erstmal der BIOS Power and Self Test, also der BIOS Check, und dann bootet er einfach von dem USB-Drive. Das Besondere an diesem Flash Drive ist, ich musste erstmal einen finden, der USB 1.1 unterstützt. Das ist gar nicht mehr so einfach. Aber ich habe es dann irgendwann hingekriegt, dass es davon bootet. Nach einer kleinen Weile, in der die Daten lädt, sieht man dann, startet er ein FreeDOS-System und dann kann ich Doom spielen auf diesem Gerät. Aus diesem Programmiergerät aus dem Krankenhaus. Ganz nett, oder? Jetzt können wir bitte zurück zu den Folien gehen. So. Das war dieser Programmiercomputer. Was wir auch noch haben, ist die Serverinfrastruktur. Die haben wir uns noch nicht angeschaut. Die macht das Monitoring und alarmiert die Ärzte. Wir müssen jetzt erstmal den Monitoring-Zugang anschauen. Und wenn man uns die Domäne anguckt und die Credentials, dann von dem Monitoring-System von Medtronic konnten wir uns den HTTP-Server raussuchen. Also wir haben den Webserver, wo das Zeug abgelegt wird, also mit einem Post-Request kann man Daten dort ablegen. Was auch immer wir da hinschicken, hat in einer leeren Seite mit einem Status Quo 200 resultiert, egal was wir senden. Das heißt, wenn wir wirklich falsche Daten schicken, das macht überhaupt keinen Unterschied. Man kriegt immer die gleiche leere Seite. Und das scheint eine Maßnahme gegen Missbrauch zu sein, damit man keine Informationen rauszieht. Das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Aber wir haben jetzt auch tatsächlich nicht nach verschlüsselten Sachen gesucht oder nach... Also wir haben uns die Verschlüsselung nicht genau angeguckt. Höchstwahrscheinlich ist es nur TLS verschlüsselt, so alt wie das alles ist. Und dann kriegt der Doktor die Daten vom Herstellerserver. Das ist auch üblicherweise gemacht über eine Webseite. Das haben wir von dem Krankenhaus gelernt, mit dem wir zusammenarbeiten. Und wir haben es uns angeschaut und es war jetzt nicht so üblich. Es war das übliche Login, User-Passwort. Und da haben wir da einfach aufgehört. Das sind produktive Systeme, da wollten wir keine Risiken eingehen mit einer SQL-Injection oder was Ähnlichem, weil wenn wir da was stören, da hängen Leben von ab, dass das Monitoring weiter funktioniert, das können wir nicht verantworten. Deswegen haben wir da aufgehört und
from the first look it looked. Aber vom ersten Blick sah es eigentlich ganz okay aus, insofern. Kurze Zusammenfassung. Bei den technischen Aspekten, es gibt mehrere Unsicherheiten, die wir gefunden haben bei diesen Geräten. Es ist tatsächlich so, dass Patienten davon Schaden tragen könnten, wenn solche therapierelevanten Daten manipuliert werden, aber es ist ja immer noch ein Doktor dazwischen, der sich das Ganze bewertet. Das heißt, wenn es zu falsch ist, würde der Arzt vermutlich nochmal einen zweiten Check anstellen. Insofern ist es nicht sofort kritisch. Was wir auch gefunden haben, ist, dass es möglich ist, Daten auszufischen, dass wir da Zugriff kriegen könnten, dass dieser Programmiercomputer für 1.000 Euro vielleicht nicht ganz so ideal ist, diese Dinger zu leasen oder zu kaufen, weil die tatsächlich nicht sonderlich sicher sind. Unser Vorschlag für Gegenmaßnahmen wäre, um das Ganze zu verbessern, regelmäßige Software-Updates und ein bisschen Wartung könnten die meisten dieser Probleme beheben. Wäre irgendwie auch toll, wenn man Menschen in medizinischen Berufen in die Engineering, also in die Produktentwicklungsphase mit konsultiert, weil viele der Dinge, diese Testmodes, die sie da haben, die sind alle nicht mehr relevant in der Praxis und das wäre vielleicht was man sich hätte sparen können. Und ein ganz klarer Hinweis, also man sollte immer die neueste Krypto verwenden und auch die Privatkey, also die Zertifikatsinfrastruktur, sollte immer aktuell sein, um Sicherheit zu gewährleisten, weil das ist eine der größten Probleme, die wir gefunden haben. Und das so viel zu unserem technischen Teil. Und jetzt übergebe ich an Christoph. Der befasst sich mit den Datenschutzgrund, also DSGVO. Ansichten. Ich bin auch von der FH. Ich möchte jetzt hier noch über Privatsphäre und Datensicherheit reden. Da ist offensichtlich ein Haufen Daten, die in diesem Ökosystem drin sind. Und die Daten kommen aus dem Implantat an den Monitor. Und unsere Frage war jetzt, was können wir machen? Wie können wir uns die Datenprozessierung anschauen? Was macht die Firma mit den Daten? Wie können wir da Einsicht erhalten? Und wir haben natürlich die DSGVO dafür verwendet. Die wurde 2018 eingeführt, wie ihr sicher wisst. Und das wir haben jetzt gesagt, okay, das ist jetzt 2 Jahre her, oder drei, die Firmen sollten ja wohl mittlerweile das alles umgesetzt haben. Und das heißt, die betroffenen Nutzer haben das Recht, etwas herauszufinden, wie ihre Daten verwendet werden. Das ist mit Artikel 15 aus der DSGVO, die dürfen wissen, was der Grund für das oder das Ziel der Daten und ihrer Prozessierung ist. Und was man damit macht, also soll das irgendwie konvertiert werden oder angezeigt oder einfach nur gespeichert. Ob das jetzt weitergegeben wird an weitere Datenverarbeiter oder und nach Artikel 20 dürfen Sie auch die Daten angucken, die möglicherweise in einem Datenformat gespeichert werden. Und für dieses Bewegen der Daten von der einen Firma zur anderen bei der Verarbeitung muss es in einem üblicherweise lesbaren Datenformat, also sowas wie PDF zum Beispiel, sein. Für uns könnten das auch Datenformate sein wie DICOM oder PDF-7. Und die DSGVO gibt auch eine maximale Zeit für die Antwort. Das ist, die Firmen haben nur 4 Wochen Zeit, um die Daten die Informationen zur Verfügung zu stellen. Das ist aber die maximale Zeit. Und in der Zeit muss der
informiert werden, also der Owner. Es werden zwei Rollen definiert in der DSGVO. Das sind die Datenbesitzer und die Datenverarbeiter, also die Daten. Der Datenverarbeiter, der ist verantwortlich für den Prozess, mit dem die Daten gesammelt werden. Und der Datenkontrolleur ist verantwortlich für alles, was mit den Daten passiert, aber das ist derjenige, den Datenverarbeiter beauftragt. Und diese Methode, die in der DSGVO implementiert ist, das heißt, wir sieht vor, dass man halt diese betroffenen Personen braucht. Das heißt, wir haben uns Patienten gesucht. Die dürfen dann, müssen dann wiederum diejenigen, die Anfragen stellen müssen. Und dazu muss die Firma sich immer eine Zustimmung holen. Hier werden ja sensible medizinische Daten verarbeitet und wir müssen dann wiederum auch unsere eigene Studie, die wir hier angestellt haben, auch DSGVO verträglich halten. Also das heißt, wir haben mit dem Datenschutzbeauftragten geredet, damit wir selbst auch DSGVO-kompatibel sind, damit wir nicht hinterher dann noch verklagt werden, weil wir irgendwas falsch gemacht haben. Und während wir auf die Antworten gewartet haben vom Krankenhaus und von der Firma, haben wir das Ganze noch ein bisschen angeschaut. Ist das Datenset vollständig, das wir haben? Oder gibt es da noch eine weitere Firma dazwischen, wo wir keine Ahnung haben und wo wir auch nichts haben? Wir haben uns dann auch die Ergebnisse angesehen bezüglich der Datensicherheit. Wie wird das übertragen? Ist das am Ende im Klartext übertragen worden? Was weiß ich, CSC oder DSV-Dateien? Oder wurde das verschlüsselt? Und dann haben wir uns noch die Zeit angeschaut, die Sie brauchen für die Antwort. Brauchen Sie 3 Monate oder? Und wenn irgendwas, also wenn es nötig werden sollte, dann haben wir einfach nochmal nachgehakt. Und wir versuchen ja verantwortungsbewusste Wissenschaftler sein und deswegen müssen wir auch Responsible Disclosure einhalten. Also das heißt, wir informieren den Hersteller, was sie machen müssen, damit sie keine DSGVO-Probleme haben und bevor wir das veröffentlichen. So, und das ist jetzt die Ergebnisse. Wir haben eine Anfrage gestellt an Biotronic, an eine Tochterfirma von denen. Und wir haben die Kontaktadresse von einem Vertrag genommen und wir haben herausgefunden, dass wir effektiv die falsche Tochter geschickt haben. Und dann haben wir nach 2 Monaten die Antwort bekommen. Wenn ihr euch erinnert, 4 Wochen ist das Maximum. 2 Monate sind einfach zu lang. Die Antwort der Firma war, das Gerät war noch nie bei irgendeinem Home Monitoring System angemeldet. Das heißt, es wurden auch keine persönlichen Daten gespeichert. Und die haben gesagt, das haben wir zurückgefragt bei den Patienten und das stellt sich raus, die haben tatsächlich das nie benutzt. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel, was man falsch machen kann. Also erstmal stellt sicher, dass ihr die richtigen Kontakte habt. Und das zweite ist, habt ihr die richtigen Teilnehmer eurer Studie? Das ist jetzt so ein Lessons Learned, was wir mitnehmen für die nächste Studie. Die nächste Firma, die wir angeschrieben haben, war Medtronic. Das sind die Hersteller von dem anderen Gerät. Und die Antwort war, wir müssen eine Kopie des Personalausweises mitschicken, um zu identifizieren. Und die DSGVO gibt keine keine genau geregelten Methoden vor, welche Identifizierung man vornehmen muss. Aber es gibt die Möglichkeit, dass das möglich ist. Und wir haben hier ja auch mit wirklich sensiblen Daten zu tun. Von daher finden wir das eigentlich sogar sehr gut, dass sie das so machen. Die Verifikation ist eine gute Sache, dass sie das prüfen, damit sie das nicht einfach an die Falschen schicken, sondern dass es die richtige Person ist, die auch betroffen ist hinterher. Und die haben uns geraten, dass wir ihr eigenes Secure-E-Mail-System verwenden. Hatten wir erst einen ziemlich guten Eindruck, weil es eben keine Plaintext-E-Mail ist, sondern sie haben verschlüsselte eigene Server.
Klingt erstmal gut. TLS-Verbindung ist top. Dann haben wir Test-E-Mails geschickt und dann haben wir uns die E-Mail-Headers angeschaut und die werden durch US-Server der Firma Proofpoint angeschaut. Das ist jetzt wieder nicht so ideal, weil wenn ich ein deutscher Kunde bin oder zumindest ein, ja, wenn ich als Kunde einen DSGVO-Request schicke, dann möchte ich eigentlich nicht, oder ich zumindest unschlüssig, oder ich weiß nicht genug über diese amerikanischen Server, um das guten Gewissens einfach dort zu schicken. Und da sind ja auch noch einige Diskussionen offen bezüglich dem Safe Harbor Abkommen. Das ist definitiv nicht gut für den User, das ist nicht unbedingt die User Experience, die wir uns wünschen würden. Und wir haben es trotzdem benutzt, weil es ist trotzdem irgendwie wichtig und es ist alles besser als Klartext-E-Mails. Und jetzt kam irgendwie eine überraschende, jetzt haben wir zumindest eine Überraschung festgestellt. Wir haben bei GMX geguckt, das ist unseren, den wir dafür verwendet haben. Und Medtronic antwortet dann in Klartext. Also die haben das jetzt nicht über den sicheren Kanal geschickt, sondern haben einfach eine Plaintext-Nachricht zurückgeschickt. Also was ist denn der Sinn von dem ganzen Theater, wenn ich dann am Ende des Tages trotzdem wieder alles in Klartext schicke? Und das ist, haben wir jetzt wirklich ändern müssen. Dann ging es so ein bisschen hin und her, wir haben ein paar E-Mails geschrieben und die wollten noch mehr Informationen über uns, welche Rechte wir haben, welches Gerät, welche Seriennummer, welche Services wir benutzt haben. Und am Ende des Tages haben wir einen Doc-File gekriegt als Anhang in der E-Mail und da sollten wir dann mehr Informationen eintragen und was wir ihnen zurückschicken müssen. Was von unserer Sicht als Sicherheitsforscher ist das ein ziemlich übler Weg, weil das ist so ein klassischer Weg für Ransomware, wie man quasi die verteilt an die Empfänger. Und das ist definitiv was sie ändern sollten. Jetzt haben wir gedacht, jetzt haben wir wirklich die Daten. Und nach weiterem Hin und Her hat sich dann Medtronic auf den Standpunkt gestellt, dass das Krankenhaus ist eigentlich der verantwortliche Datencontroller ist. Das ist natürlich ein bisschen unzufriedenstellend für uns, weil jetzt haben wir gedacht, wir hätten es jetzt endlich und der ganze Aufwand war umsonst, aber wir haben es immer noch nicht. Auf der anderen Seite kann es sein, dass es immer noch DSGVO-kompatibel ist, dass sie keine Probleme hier haben. Sie haben das in ihrer Vertrags festgehalten zwischen Medtronic und dem Krankenhaus, wer der Controller ist. Das heißt, am Ende des Tages ist es wow, wir haben jetzt halt festgestellt, wir kriegen einfach gar nicht trotzdem den ganzen Aufwand. Und wir haben an Boston Scientific am Ende des Tages eine Kopie von unserem Perso geschickt, dasselbe wie bei Medtronic. Das klang erstmal gut. Die haben uns gesagt, ihr könnt entweder Plaintext-E-Mail schicken oder unser Online-Tool benutzen. Und unser Patient hat die E-Mail gewählt. Der hätte es jetzt eigentlich eine sichere Plattform gegeben, aber ich kann auch den Patienten verstehen, was das ist. Das war ein echter Papierbrief, in dem das stand, und er musste dann hier die URL abtippen. Wenn du einen Buchstaben falsch machst, darfst du das alles nochmal machen. Also aus Kundensicht ist das eine Katastrophe. Wer will denn bitte so eine URL abtippen und dann im Browser um dann zu sehen, ob es funktioniert. Und das wäre jetzt wirklich mal eine gute Anwendung für ein Shortlink-System gewesen, aber irgendwas besser als das hier. Dann haben wir aber eine E-Mail zurückbekommen, Plaintext wieder, natürlich nicht ideal. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, unser Kunde, also unser Patient, hat selber eine Plaintext-E-Mail geschrieben.
Und, aber leider steht in der DSGVO nicht so, dass wenn der Kunde mit einer Klartext-E-Mail anfragt, muss die Firma trotzdem mit einer sicheren Mail antworten oder einem sicheren Übertragungsweg. Aber immerhin, wir haben jetzt zumindest schon mal 7 Seiten PDF über, mit den Kundendaten und das ist ja schon mal auch ein Erfolg. Und das ist ein bisschen wenig für mehrere Jahre Einsatz beim Kunden oder beim Patienten. Scheint uns ein bisschen wenig. Also haben wir den Arzt in seinem Online-Portal schauen lassen und wir haben deutlich mehr Daten gefunden, mehr PDF-Reports von den Patienten. Und dann haben wir gesagt, das ist ja wohl nicht vollständig. Ja, da ist so viel mehr Daten, als wir in den 7 Seiten gekriegt haben. Wir wollen aber alle Daten haben. Und dann haben sie sich entschuldigt und haben gesagt, wir haben es nicht in diesem Hall-Monitoring-System nachgeschaut und jetzt wollten sie noch 2 Monate mehr haben, um die Daten zu sammeln. Und ganz prinzipiell, naja, also wenn es wirklich eine komplexe Sache ist, dann kann es schon DSGVO okay sein. Und mein Eindruck war, sie müssen es tatsächlich erstmal implementieren, dass man überhaupt einen Export machen kann. Und nach 2 Monaten haben wir dann die Daten gekriegt und dann war es auch okay für uns. Und jetzt haben wir die Deadline auch verlängert und wir haben dann tatsächlich alle Daten bekommen. Und zwar ein riesen ZIP-File mit HL7-Daten, relativ rohe Daten, die man sind zwar maschinenlesbar. Und dann gab es auch noch einen Excel-Sheet, was dann quasi den Auszug für Menschen lesbar dargestellt hat. Und wir, beziehungsweise der Kunde hat dann, also der Patient, hat alle Daten gekriegt und damit waren sie auch DSGVO-kompatibel. Das war schon okay. Aber unser letzter Punkt ist, das aus Security-Sicht wurde uns zwar nicht per E-Mail geschickt, aber wir haben trotzdem den Download-Link als Klartext-E-Mail gekriegt und aus Security-Sicht ist es exakt das Gleiche, weil jeder, der die E-Mail abfängt, kann dann auch den Download-Link klicken. Also der Prozess ist natürlich wieder sehr hakelig, was die Sicherheit angeht und da sollte man auch was tun. Und dann haben wir noch einen Krankenhauskunden, den haben wir zum Krankenhaus geschickt und da war dann das Problem, dass wir wurden gar nicht informiert, dass das Krankenhaus, was die Implantation durchgeführt hat und das Krankenhaus ist zwischenweise in der Zwischenzeit pleite gegangen und das, dann wurde uns ein Kontakt für die eine Person bei der alten Klinik gegeben und das kann irgendwie nicht ganz stimmen, weil ja, das alte hat es zwar eingesetzt, aber das neue Krankenhaus hat ja die Explantation gemacht, das heißt, die müssen auch Daten haben und dann haben wir eine ewige Zeit gewartet auf die Antwort von der alten Firma. GDPR timeframe was not fulfilled. Und dann war das natürlich auch wieder nicht erfüllt, dass die 4 Wochen aus der DSGVO. Und die Antwort, die wir gekriegt haben, war relativ unvollständig. Also das, was ihr hier seht, ist der Abdruck davon. Aber es war zum Beispiel kein Bericht über die Chirurgie dabei. Und die haben wir hier nicht bekommen, sodass wir nur einen Teil hatten. Also zusammenfassend, ihr seht schon einen Haufen Rot. Wir haben Klartextdaten über E-Mail, was relativ heikel ist. Wir haben Fristen, die alle verstrichen sind. Wir haben unvollständige Daten. Wir mussten viel nachfragen. Wir mussten checken, dass es stimmt. Und wir haben mehr als eine Nachfolge gebraucht. Also man sieht, wenn man als Patient seine eigenen Daten will, wenn man seine Rechte ausüben will, ist es schon ziemlich hart, hier Erfolg zu haben und das durchzufechten bis zum Ende. Und manchmal haben sie einen immer weitergeschickt, wir sind nicht zuständig, geht zum anderen Krankenhaus und so weiter. Also es ist echt unangenehm als Kunde. Und unsere Empfehlung wäre,
liebe Firmen, liebe Krankenhäuser, ihr müsst euch vorbereiten. Ihr seid verpflichtet nach DSGVO. Ihr hattet jetzt 3 Jahre Zeit. Kümmert euch mal. Ihr werdet jetzt mehr von den Anfragen kriegen in der Zukunft. Und zwar nicht von Forschern, sondern von echten Patienten. Und die gehen dann wahrscheinlich auch zu Gerichten und werden sie verklagen mit relativ heftigen Strafen, um dann an ihre Daten zu kommen. Insofern, mit der Folie wollen wir euch danken für eure Aufmerksamkeit und damit beenden wir auch den Talk. Also wenn ihr jetzt Fragen habt, jetzt beginnt die Q&A-Session und da könnt ihr uns gerne fragen. Ich habe einen Haufen. Did you analyze binaries only, or did you have any access to source codes? And did you ask any manufacturers? Habt ihr irgendwie Zugriff gehabt auf Hersteller und habt ihr den Fragen gestellt? War ein bisschen schwer zu verstehen. Sound technician, can you please mute the room? I can also have a repeat question. The question is whether you analyze binaries only or whether you obtain the degree of access to the source codes. Okay, also die Frage ist, ob Sie nur die Binärcodes angeguckt haben von den Anwendungen oder ob Sie auch Zugriff auf Quellcode hatten. Do you mean check dongle with the binary was quite small and we could easily decompile it using Jitra and see what data needs to be where and so on. If that's the question, the other binaries from the home monitoring system and so on. You concretize from the home monitoring systems. We just looked for strings in them and so or some domain names and so on and. That's basically all the analyzing we did. We did not decompile it. And The whole software, the software overall, the programming computer is an obscurificated Java. So I don't know. I'm not sure. It's just in time compiled obscurificated Java, and I did not find any good way to deobscurificate that and analyze it. Other questions? Okay, thank you. Thank you. Another question was, how many CVEs did you file? Wie viele CVEs, also Security Notifications, habt ihr dafür beantragt? Ich bin mir nicht sicher, aber einige dieser Findings wurden schon vorher von anderen gefunden. Wir haben sie nur nicht gefunden, dass sie schon gefunden wurde. Oder als CESAR-Report, 1 oder 2 oder 3 vielleicht. Und ein paar davon hatten CVEs und unsere Ergebnisse wurden von ein paar anderen CVEs verlinkt, die schon veröffentlicht wurden. Die Firma hat auch ein bisschen interne Analyse durchgeführt und das hat auch ein paar CVEs erstellt. Aber mit der CVE kommt man nicht immer zurück. Aber für den Programmierer, Boston Scientific Programmer, gab es schon eine CESAR-Information am Ende von August für diesen Programmierer und er sagte, dass 4 oder 5 CVEs und es wird hoffentlich in den nächsten Monaten ersetzt, weil es schon ziemlich alt ist und die alte Generation und die Krankenhäuser sollen wirklich die neue Generation benutzen in den nächsten Monaten. You mentioned the cooperativeness of the manufacturer. Ja, festgestellt, dass die Hersteller mitarbeiten. On the technical side of the try to report. Wie fit waren die denn auf der technischen Seite? Im Großen und Ganzen waren sie sehr kooperativ, die Hersteller. Wir haben hier geschrieben, hey, wir haben dieses oder jenes gefunden und das haben wir denen geschrieben und zuerst an die Presseadresse und dann wurden wir weitergeleitet zu dem internen Sicherheitsteam und und deren Experten, Sicherheitsexperten, und dann hatten wir Zoom-Treffen mit denen und ja.
Ich würde sagen, dass sie gut mitkooperiert haben. Es war gute Kommunikation auf demselben Level. Und Ziel war, dass wir die Patienten nicht unter Druck setzen. Aber in den USA gibt es Sicherheiten, müssen sie das verändern. Das heißt, es gibt dort Druck von den Regulatorien. Und wenn sie wollen wirklich Sachen ändern, meiner Erfahrung nach, und die Diskussionen waren sehr gut strukturiert und es gab viele Leute da, die Sachen wirklich verstanden haben, und sie haben auch gute Antworten gegeben. Und sie waren sehr hilfreich. Alle Firmen haben irgendwelche Jobs für Sicherheitsanalysten erstellt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Jobs wollt, dann bei Boston Scientific oder Medtronic oder so weiter, fragt einfach. Findet ein Sicherheitslücke in ihrem Gerät und ihr kriegt einen Job wahrscheinlich oder sowas. And the last question I have. Und jetzt die letzte Frage, die ich hier noch habe, ist: Wie schwierig war das jetzt auf der technischen Seite für euch? Musste man da irgendwelche wirklich komplizierten Exploits finden oder war das vergleichsweise einfach? Wo auf dem Spektrum war das? Beim Programmiergerät war es für mich relativ schwierig, weil ich nicht sonderlich interessiert bin in die Architektur, der PC-Architektur der 90er. Das heißt, ich musste sehr viel lernen und deren spezielle Hardware, die irgendwie interagiert mit PCI, und auch mit dem Home-Monitoring-System musste ich mich viele Sachen lernen über Embedded-Linux-Geräte und herausfinden, wo die Netzwerkinformationen sind und wie das alles funktioniert. Aber insgesamt würde ich jetzt sagen, so ein Monat oder so hätte man das hingekriegt. Da habe ich gebraucht. Im Endeffekt hängt es von dem Wissen ab, das man vorher hat. Ja, es gab viele Standardsachen. Sniffing mit einem Logik-Analyzer. Und wenn man das schon mal gemacht hat, dann kann man es auch bei diesen Geräten machen. Aber wenn man es auch nie gemacht hat, dann muss man herausfinden, welche Pins gehören zu welchem Bus, wie kriegen wir das raus, wie finden wir das EEPROM, wie lesen wir das aus, wie lesen wir die Speicherchips aus. Das hängt sehr stark davon ab, wie viel man schon weiß. Und für einen ist es easy, huh? So he said. Super. Heck. maybe not. Okay, thank you. I think okay, this danke. This session. Damit schließen wir diese Runde. Vielen Dank für euren interessanten Vortrag. Vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit, auch aus der Besetzerkabine. Das war der Talk Listen to Your Heart, also höre auf dein Herz. Die Speaker freuen sich auf den nächsten Kongress, hoffentlich auch live. Und